Es ist kaum zu glauben für uns, dass es Studio One bereits 10 Jahre gibt. Unsere vielfach ausgezeichnete Studio-Software hat sich im letzten Jahrzehnt enorm entwickelt. Sehen wir uns also mal zusammen an, was sich seitdem alles verändert hat. Oh, und am Schluss erwartet euch auch noch eine besondere Überraschung. Studio One wurde am 27. September 2009 erstmals veröffentlicht. Von Anfang an hat uns dabei die intuitive Bedienoberfläche ausgezeichnet, bei der wir insbesondere auf Drag-and-Drop-Funktionalität und größtmögliche Effizienz gesetzt haben. Mit Studio One ist auch unsere lebhafte Online-Community stetig gewachsen. Besonders die Prisonus-Foren stellten sich dabei schnell als einzigartiges Studio One-Feature heraus. Viele unserer heute größten Unterstützer sind seit den ersten Forumstagen mit dabei. Hi, Johnny Geib. Im Laufe der nächsten Jahre fokussierte sich Studio One immer weiter auf das Vereinfachen des Benutzer-Workflows und implementierte die Unterstützung des Mackey-Huey-Protokolls, dynamisches Time-Stretching und Quick-Time-Video-Support. Darüber hinaus war Studio One auch die erste DAW, die Soundcloud-Import und Export direkt aus dem Browser heraus möglich machte. Ein Feature, das heute noch einzigartig ist. Im Oktober 2011 kam dann Studio One 2 heraus und brachte die exklusive Integration von Celemonies Melodyne-Plugin mit sich mit. Möglich wurde dies dank der revolutionären ARA-Schnittstelle, die Prisonus und Celemony gemeinsam entwickelten. Studio One war die weltweit erste DAW, die von den enormen Vorteilen dieser Plugin-Erweiterung profitierte, und die nahtlose Integration von Melodyne in Studio One ist auch heute noch eines unserer meistgeliebten Features. 2011 brachte Studio One darüber hinaus auch neue Plugins wie Empire und den mächtigen Open-Air-Faltungshall plus Transientenerkennung, Quantisierung, Groove-Extraktion und Mehrspur-Comping. Viele weitere Features wurden Version 2 Kunden kostenlos hinzugefügt, darunter jenes, das heute integraler Bestandteil von Prisonus ist, Hardware-Integration mit Studio Live Mixern. 2013 brachte Studio One das Fat Channel Plugin, ein guter Bekannter aller Besitzer eines Studio Live Mixers. Zu dieser Zeit schickten wir auch die Studio One Producer Edition in den Ruhestand und fokussierten uns stattdessen auf die Entwicklung von Feature Add-ons für Studio One Artist wie den MP3-Converter und VST-AU-Rewire-Unterstützung. Diese Add-on-Erweiterungen erlaubten es den Nutzern, sich Studio One Artist ganz auf ihre individuellen Bedürfnisse hin anzupassen. Im Mai 2015 feierte dann Studio One 3 sein Debüt mit dem markanten, dunklen GUI, das Studio One bis heute definiert. Diese Designentscheidung wurde mitunter etwas kontrovers diskutiert, daher fügten wir später einen Light Mode als Alternative hinzu. Studio One Remote, die Arranger-Spur, Makrosteuerung, unbegrenzt viele Scratchpads und viele weitere Schlüsselfeatures wurden mit Version 3 erstmals veröffentlicht. Dadurch ist Studio One Version 3 auch heute noch ein wegweisendes Release. Dank Studio Ones beeindruckendem Feature-Set und seinen treuen Anhängern, die ihre Erfahrungen online teilten, sah Studio One 3 einen explosiven Zuwachs an enthusiastischen neuen Nutzern. Im Jahr 2016 feierten die innovativen Mixed Engine Effects ihr Debüt. Eine bahnbrechend neue Art, deinen Mix mit State-Space-modellierten Konsolen-Emulationen tiefgreifend zu verändern. Die Integration mit Notion wurde ebenfalls verbessert und auch die von Studio One unterstützten Video-Codecs wurden aktualisiert. Studio One 3.5 kam dann im Mai 2017 heraus und brachte das von Usern meist gewünschte Mixer-Undo-Feature sowie natives Niedriglatenz-Monitoring und eine bessere Verteilung der Prozessorlast auf mehrere Kerne. Darüber hinaus wurde die Arranger-Spur, die zuvor nur Studio One Professional-Nutzern vorbehalten war, auch für User von Studio One Prime und Artist freigeschaltet. Und all das bringt uns zum Release von Studio One 4 im Mai 2018. Dieses Mal konzentrierten wir uns auf wegweisende Kompositionsfeatures wie die Akkordspur, EDM-fokussierte Tools wie Drum- und Pattern-Editor, tiefgreifende Upgrades zu Impact XT und Sample One XT, in jeder Hinsicht fortschrittliche MIDI-Kompositionstools sowie eine perfekte angepasste Integration mit dem neuen Prisonus Atom Pad Controller. Zu guter Letzt brachte Studio One 4.5 komfortableres Gain-Staging durch einen Trim-Regler und Polaritäts-Switches auf jedem Kanal, einen umfangreichen Plugin-Manager, Video-Export-Optionen sowie weitere CPU-Multikern-Optimierungen. Natürlich haben wir seitdem nicht aufgehört. Am 3. September kam nämlich Studio One 4.5.3 heraus mit der Implementierung unseres meistgewünschten Nutzerfeatures aller Zeiten. Support für Native Instruments Complete Control MK2 Keyboards ist da. Von 2009 bis 2019 wurde Studio One auf dem Fundament einer Designphilosophie gebaut. Die DAW mit dem intuitivsten Workflow und der effizientesten Performance am Markt zu sein. Und wir hätten das niemals ohne unsere treuen Kunden geschafft. Um Studio Ones erstes Jahrzehnt zu feiern, bieten wir deshalb einen 25% Preisvorteil für Studio One Professional an.
Doch das ist nicht alles. Studio One Professional, Crossgrades und Upgrades inklusive des Updates von Studio One Artist to Professional haben jetzt sogar einen Preisvorteil von 33%. Diese Rabatte gibt es nur für kurze Zeit, also nichts wie hin zum Prisonus Shop oder zum Prisonus Händler eurer Wahl. Herzlichen Dank euch allen für eure großartige Unterstützung in diesen ersten 10 Jahren. Auf zu den nächsten 10 und darüber hinaus.